MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SCM in Zusammenarbeit nach den Heimspielen des SC Magdeburg mit dem Fan-Talk. Heute zu Gast Robert Weber, mein Lieblingsinterviewpartner neben Vincent Sohmann. Warum? Weil du der Einzige auf Augenhöhe bist, denke ich. Ja, ihr beide seid dann so halbwegs und bei dir ist es ja dann auch so. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir haben heute einen Heimsieg gefeiert. Es sah zwischenzeitlich aus, als würde es das Raketenspiel, was sich alle gewünscht haben, sogar mit ein bisschen Torverhältnisarbeit und so. Sah sehr, sehr gut aus, sehr, sehr lange. Was ist dann passiert aus deiner Sicht? Ja, es ist schwer. Es zieht sich momentan auch so ein bisschen wie ein roter Faden bei uns im Spiel. Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sicher gefühlt. Der Eisenacher Torhüter hält dann auch viele freie Bälle, wo wir uns da auch an der eigenen Nase nehmen müssen. Klar hätte es höher ausgehen müssen im Endeffekt, aber ich denke, am Ende zählen die zwei Punkte und es ist halt nicht so, wie die Zuschauer halt gleich mal glauben, dass das von heute auf morgen repariert wird, dass wir da zack drüber fahren mit 20, sondern das ist harte Arbeit und ich denke, vorrangig waren jetzt einfach mal die Punkte und das war für uns auch wichtig und ich denke, jetzt kann es weitergehen. Wir müssen Schritt für Schritt arbeiten und das müssen auch die Zuschauer verstehen und ja, die gehören zu uns wie jeder Einzelne von der Mannschaft. Die Zuschauer stehen nach wie vor hinter der Mannschaft als grün-rote Wand, das ist auch gut so und ich finde, letztendlich muss man sich für einen Heimsieg nicht unbedingt entschuldigen, sondern man kann ihn auch feiern und mal fragen, warum es ein bisschen wackelig war. Sag mal, als es die Situation gab, Tempo-Gegenstoß auf gleicher Höhe, Vincent Sohmann und du, eine Sekunde bevor du den Pass gespielt hast, habe ich mir gedacht, nee, der will jetzt das 101. Tor machen. Ja, ich war müde und wollte den jungen Vincent das Tor werfen lassen. Nee, es ist, wie gesagt, wir sind da ein Team und du, der ist jung, der ist hungrig, wieso nicht? Also ich bin da durch und durch Teamplayer und der soll das machen, hat das die Aufgabe heute auch sehr, sehr gut gelöst und da bin ich sehr froh drüber. Hat er wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Der fährt übrigens jetzt ja noch weiter auch zu den Youngsters. Vincent Sohmann, holen sich die Jungs bei euch Tipps? Gibt es da so eine Kommunikation zwischen den jungen Spielern und euch? Klar, also wir sind auch so außerhalb Freunde und plaudern da mal. Klar, spricht man da auch im Training einfach, wie man es in der Deckung vielleicht besser machen kann, wie man vorne vielleicht besser treffen kann. Jeder hat so seinen eigenen Stil von außen, aber man kann dann schon ein bisschen helfen. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden und wenn er die richtige Entscheidung trifft, dann trifft er es doch auch. Was hältst du jetzt, was ist mit den Spielen, die jetzt noch vor euch liegen, also auch die, sagen wir mal, Spezialspiele, das Viertelfinale gegen Göppingen und so, denkt da schon jemand jetzt dran? Ja, ich meine, in unserer Situation momentan ist es schwierig. Ich meine, wir haben jetzt ein Plus auf dem Punktekonto, wir sind in der Gruppenphase im EF-Pokal und spielen hier zu Hause im Viertelfinale. Ich denke, so schlimm stehen wir gar nicht da, wie es oft dargestellt wird. Wir haben, glaube ich, momentan 3 Punkte weniger als letztes Jahr um die Zeit. Und wie gesagt, wir tanzen auf 3 Hochzeiten und wir haben das letztes Jahr erlebt, was hier möglich ist, wenn die grün-rote Wand hinter uns steht, auch gegen Göppingen. Dann würden wir natürlich alle gerne nach Hamburg fahren. Und da ist es natürlich an Ihnen, kommen Sie ja her und feiern Sie genauso ein Handballfest wie in der vergangenen Saison, weil da hat ja die Halle gebrannt, das war großartig. Bei Tanzen fällt mir ein, heute Abend Gala des Sports, wird auch der SCM-Sportler des Jahres ausgezeichnet, also der Handballer des Jahres. Was glaubst du, wer das wird bei euch? Oh, das ist schwer. Wir haben viele sehr, sehr gute Spieler. Ich denke, jeder Einzelne hätte es verdient gehabt. Wir haben letztes Jahr eine herausragende Saison gespielt, alle zusammen. Und du, ich denke, im Endeffekt wird das ein Mannschaftspreis werden. Ich denke, keine Ahnung, Beso. Also ich weiß, wer es wird, ich sag's dir allerdings nicht. Was wäre, wenn du es wirst? Du, also ich würde genau so, wie ich gerade erwähnt habe, ich würde mich bei der Mannschaft bedanken, weil es doch ein Teamsport ist. Und du bereitest du sowas vor? Nee, wie auch. Also ich wusste ja nicht mal, dass die Gala oder so, dass das überhaupt stattfindet. Das habe ich vor einer Woche erst erfahren. Und hallo, hallo Erde, hallo Robert. Robert, bitte von der rosa Wolke runterkommen. Nee, es ist ja, ich hab ja auch noch andere Sachen im Leben. Wie gesagt, aber ich freue mich auf den Abend, so wieder mal richtig schick zu machen. Bisschen vielleicht ein Tänzchen. Ja. Nee, tanze mit mir heute Abend. Nee, da trete ich dir nur auf die Füße. Nee, aber ich glaube, das wird ein schöner Abend. Man kann sich mal wieder rausputzen mit der Frau. Und ja, wie gesagt, wir haben das nächste Spiel erst in der Woche. Und da können wir jetzt, obwohl es ein knapper Sieg war, aber wir haben gewonnen und da können wir vielleicht so ein bisschen anstoßen. Ich verspreche Ihnen, ich werde heute Abend schon mal genau hinhören und auch noch mal versuchen, herauszufinden, was die Mannschaft alles so erzählt. Und vielleicht kann man ja das dann beim nächsten Fan-Talk auch noch mal hier aufs Tableau holen. Ansonsten waren das spannende Worte, wie ich finde, von Robert Weber. Ich finde, dass der Mann, der jetzt auch schon wieder über 100 Tore geworfen hat, hier für den SC Magdeburg auf jeden Fall einen tollen Abschiedsapplaus verdient hat hier. Und viele
Autogramme kann er jetzt auch noch schreiben und Fotos auch für Sie. Denken Sie dran, nächstes Heimspiel dann auch hier. Das ist nächste Woche. Das ist ja schon Pokal. Das ist der 16. Nächste Woche, der 16. Heute schon viermal von versprochen. Übernächste Woche. 16.12. bitte hierher. Das ist nämlich dann der Pokal zu Hause in Magdeburg. Holen Sie sich da noch ein Ticket. Und das ist ein Wasser. Willst du das trinken oder was? Nee, früher gab es noch ein Bier hier, aber... Alles klar. Alles klar. Okay. Du, ich weiß nicht, das wird ja immer von der, das wird ja hier von der Geschäftsleitung hergestellt und die haben vielleicht irgendwie verworfene 7 Meter gezählt. Bitte? Nein. Kleiner Spaß unter Kumpels, unter Sportskameraden. Nein, du kannst, wenn du möchtest, gerne... Nee, das nimmt man zum Handy. Dann sie baden gerade ihre Hände drin. Ich würde sagen, dass ich dann heute Abend auf der Gala des Sports dir ein Bier ausgebe. Ist das dann wieder gut? Ja, aber ein großes. Für kleine Männer großes Bier. Dann gehe ich als erstes jetzt direkt rüber und dann hole ich erst meinen Stiefel und mache den voll mit Bier. Für Robert Weber, vielen Dank. Und kommen Sie am 16.12. her zum Pokal. Robert Weber, dein Applaus. Bis nachher.